Die bisherigen Fakten ließen keine andere Entscheidung im Rahmen unseres gesetzlichen Schutzauftrages zu. Es gab hier keinen Schnellschuss. In der Tat sind die Aussagen aus dem Umfeld der Familie, sei es Kindergarten, Umfeld, Vereine, Nachbarschaft, Kinderarzt etc., es gibt absolut überhaupt gar keinen Hinweis darauf, dass in der Vergangenheit es zu Gewaltanwendungen gekommen ist. Im Gegenteil, die Familie gilt als vorbildlich im Umgang mit den Kindern und hat auch ein sehr harmonisches, friedliches Familienleben. Und die meisten, die befragt wurden, die sind auch überrascht worden. Die Mutter selber ist Pädagogin und ich glaube im Rahmen einer OGS-Betreuung angestellt.